Moin moin ihr bärtigen Ladies und Lords und willkommen bei Esturnier mal wieder. Letztes Mal hat es uns tatsächlich alle dann noch aus der Folge katapultiert. Mit alle meine ich natürlich den Nexus mit dem Baron, wisst ihr ja, ich schaut ja hier nicht zum ersten Mal zu. Und das Spiel ist abgestürzt, ja. Erstmal ist meine Unreal Engine abgestürzt und dann auch beim Baron und dementsprechend hat es dann auch den Nexus rausgehauen. Und kurioserweise hatten wir unser Schatten verloren, ja. Ja, und ich bin hier auf dem Mond gestrandet. Denn ja. Ich habe hier eine Mondfähre und der Einsitzer liegt daneben und ich kann den Einsitzer nicht mehr aufheben. Das heißt, ich kann mit der Fähre nicht mehr zurück, aber Olli war fleißig und hat ein neues Shuttle gebaut. Ja, das ist so, mit zwei Sitzen, Luxus pur. Ja. Luxus pur. Und da setzen wir uns jetzt gleich mal rein, oder? Ja. Würde ich sagen. Na, geht's? Ja. Okay, du sitzt schon drin. Und wir starten mal wieder zum Mond, da waren wir ja letztes Mal, als dann das Game gecrashed ist. Ja, genau. Aber ich konnte mich jetzt endlich auch mal nützlich machen, ey. Wenigstens etwas. Und da habe ich gerade irgendeine... Ich weiß nicht, ob das unser Weltraumschrott ist, der da gerade vorbeigezogen ist, oder ob ihr das wart. Nee, wir sind... Da hinten ist ja, weil ich habe gerade... Es ist ganz lustig, man kann nämlich, wenn man auf diesen erdähnlichen Planeten guckt, dann sieht man... Ach nee, das seid ihr. Das seid tatsächlich ihr, weil da noch Astronautensymbole mit dabei sind. Da sieht man sie da oben fliegen. Na, hallo! Hallo! Wir landen! Wo landest du? Ah! Was denn? Oh, da ist das Auto! das spackt einen ab hier. Fahr dein Auto weg! Oh, die kann ja weg, schnell, bevor ich bleib extra im Raumschiff sitzen, nicht, dass es wieder abhaut. Oder soll ich nochmal starten? Okay, ah, okay. Buddel dir hier mal ein Loch? Das konnte ich natürlich jetzt nicht riechen. Oh mein Gott. Was für ein das fängt schon wieder gut an. Ja. Kann einer von euch versuchen, den Einsitzer hier drüben auf das Shuttle drauf zu packen? Hier ist kein Einsitzer. Hier liegt ein Einsitzer. Genau. Nein. Hier. Ah, da, jetzt sehe ich ne. So? Danke. Ja, perfekt. Bitte. Das ja, ich habe den ja auch abgenommen. Hat auch gerade irgendwelche Spasmen? Ich habe Spasmen, nee. Ich meine ganz viel Spaß. Hier ist alles gut. Ja, das sah gerade nicht so aus. So, dann mal ab ins Shuttle, oder? Hier in den Truck. Ja, in unser Hinter-Tentakel-Monster. Jetzt ist es ja keins mehr. Ja. Du solltest aufpassen, hier ist wenig... Gravitation, schnell, ich muss das Auto abhauen. So. Ups, ja, dann zeig mal Nexus, wie man fährt. Ich oder was? Wo fahren wir denn eigentlich? Einfach irgendwo hin. Wir brauchen am besten eigentlich Forschungsobjekte. Alter! Mann, ey. Jetzt ist Nexus dran. Ich stecke im Boden drin. Ah, okay. Mach das auch mit der Was sind die unten? Ja, mal, das ist ein Forschungsobjekt, oder? Nee. Sind nur Pilze. Okay. Noch Samen hier. Er hat Samen gesagt. Naja, das ist mir schon bewusst. Du bist wieder falsch interpretiert. Ihr müsst halt vorsichtig fahren hier. Hier darfst du nicht rasen. Ist gut, Fahrlehrer. Echt richtig vorsichtig fährt. Und dann hier auf den steilsten Hügel hoch. Ja, richtig vorsichtig den steilsten Hügel hoch. Ja, aber guck mal, wir stehen noch, ne? Ja, noch. Betonung auf noch. Ja, ihr seid ja so gefahren. Guck mal, wir können fliegen. Wir sind ja keine 90-Jährigen, hallo? Ja. Reihe Bahn mit Maxi-Bahn. Da ist eine Insel. Ach, eine Insel sag ich schon. Eine Höhle. Oh ja, warum nicht? Da unten irgendwas? Nee. Nur ach, Karten hier aber. Guck mal. Ah, da, siehst du? Wunderbar. Ja, siehst du mal, was ich gefunden habe. Können wir hier von dem Wagen eigentlich auch Verbindungen zurücksetzen? Nee, oder? Hier ist gerade übrigens wieder unser Shuttle. Ja, fliegt in die Ferne. Ich sehe es gerade nicht. Ja, auf meiner Aufnahme kannst du es sehen. Ich habe es gerade auch verpasst.
immer mal wieder so ein Symbol, was auftaucht. Ja, das fliegt dann einfach mal den Himmel entlang und dann... Na gut, dann wieder einsteigen, oder was? Olli darf in die Mitte. Wohin? Ja, schauen wir uns doch halt einfach mal den Mond ein bisschen an. Ja, nochmal. Vielleicht finden wir noch irgendwie so ein abgestürztes Raumschiff oder irgendwas anderes Interessantes. Oh, ein Satellit oder so. Bisher haben wir ja... Ach, guck mal, da drüben ist... können wir noch nicht abbauen. Lithium, ne? Ja, das müsste Lithium sein. Können wir noch nicht abbauen? Da brauchen wir einen Kran dafür. Ah, okay. Guck mal, hier haben wir noch vielleicht mal Forschungsobjekte. Vielleicht haben wir ja Glück. Nee. Doch, da. Ich habe auch eins. Ja, ich meinte das. Ja, sucht euch mal eure eigenen, ja. Ja, du bist ja hier der große Höhlenforscher. Und der Finder. Komm, Nexus. Ja, ich bin ja schon da. Ah, jetzt fährt jemand anders, okay. Ich sag dir nicht, wer fährt. Ja. Ich nehme an, der Baron. Ja. Genau. Nein, ich fahre natürlich. Schau, ich kann auch vorsichtig fahren. Du musst mir halt bloß sagen, fahr vorsichtig. Ich hab's versucht zu erwähnen. Das Problem war nur, ihr habt nicht gehört. Da geht's aber auch gescheit tief runter. Ja, yep. Aber da ist auch leider nichts drin. Schade. Ja. Gut, dann fahren wir mal weiter. Ganz vorsichtig. Ja. Ja, sah doch gut aus. War doch super. War doch super gepasst, Olli. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wie ich den planetaren Flügelschein dann wenigstens? Und die dampft? Okay. Ja, ich glaube, das ist die Winde. Die Winde? Ja. Da ist eine Höhle. Die Winde dampfen immer. Da ist eine Höhle. Mit einem Dingenskirchen drin. Mit einem. So ein Pilz. Ja, die. Da musst du ein bisschen. Obacht passen immer. Ich? Fahr jetzt weg und lass euch liegen. Was habt ihr jetzt davon? Ihr Minusfreunde. Das Problem ist, dass Olli das tatsächlich macht. Ich überfahr euch höchstens, das geht ja nicht. War was dabei? Nee. Bis auf Samen. Ja. Durchkämmt die Wüste. Jo, gib Gummi. Okay. Like this? Ja, ja, komm schon. Ich bin vorher ausgestiegen. Was haben wir hier noch? Vielleicht irgendwie? Ich levitiere aktuell noch. Komm, setz dich doch ins Auto, Kamerad. Da! Danke. Jetzt fährt der Baron, jetzt musst du aufpassen, ey. Ja. Oh Mist. Hinten ans Heck. Ans Heck, wenn dann ran. Ja, merk, Forschungsobjekte gehen nicht. Ach, shit. Oh. Was? Ja, das ist das Problem mit den, Lagern. Da kannst du zwar wunderbar die Materialien dran schmeißen. Ja, am Differential mangelt es hier ein bisschen, ne? Ja. Ein bisschen. Ja, ich habe mir gedacht, ich probiere das seitwärts fahren aus. Ein Einkaufswagen, der theoretisch gar nicht um die Kurve fahren kann. Ja. Außer man investiert unendlich viel Kraft. Ja. Weißt du denn, wo es nach Hause geht, Baron? Ja, einfach entgegengesetzt von da, wo wir gefahren sind. Achso, ja, dann ist ja gut. Also ich weiß nicht, wo es nach Hause geht. Ich auch nicht. Ich habe noch so ungefähr eine Ahnung. Da ist ein Berg, sieht aus wie ein Pissberg. Ein ganz großer gelber Berg, aber wir sind auch an einem ganz großen... Da vorne schwebt. Nein, ich verliere. Ach was? Also irgendwie macht mir dieses Spiel auch manchmal Angst, ganz ehrlich. So ein bisschen. Wenn dann hier irgendwas rumglitscht durch die Gegend und denkst, hä? Aber so groß ist der Mond ja eigentlich gar nicht. Hey, guck mal, was ist das für ein Stempel hier? Das interessiert mich auch. Stempel? Ah. Guck mal. Boah. Müssen wir jetzt eigentlich fast was da lassen, ne? Können wir die nicht ans Abschleppseil machen, vielleicht? Das könnten wir mal ausprobieren. Warte mal, hier. Geht das?
Ja. Geht. Aber der wird es bestimmt gleich wieder verlieren. Reicht mal ein. Ha! Ich kann das nehmen, während ich fahre, während ich sehr hier drin sitze. Ey, das geht. Ey, das geht, nichts wie halt. Der geht. Und ich kann das Lager mitnehmen. Ach echt? Das tust du das noch? LOL. Boah, wie sich das zu Tode glitscht hier. Und wir müssen uns nur die Engine abschmieren. Ja, ehrlich. Hallo, System ist dafür da, um ausgereizt. Boah, bin ich froh, dass die ganze Kacke nicht einfach wegfliegt, ey. Ja, da geht unser Kack. Okay, ich nehme alles zurück. Ist das ein Glitch-Spiel, ja? Doch geil, welche Bewegung das Ding macht. Wo fährst du denn hin? Ich mache überhaupt nichts. Ich versuche hier gerade ein bisschen eine Rampe zu bauen. Achso, ist... eine Rampe nennt man das also. Ja, jetzt! Ach, ja, ich sehe schon, ey. Wenn ich mal ins Weltall fliege, ey. Weltraum? Flieg mal ins Weltraum. Weltall, habe ich gesagt. Ich hab laut und deutlich, klar und deutlich habe ich Weltbaum gesagt. Weltbaum? Ja. Hier, Dingens. Yay! Uah. Wartet mal. Glitchmobil. Wartet, ich will das Lager noch mitnehmen. Ich bin der gierig. Wir fahren einfach los, ne? Ja, komm. Ey, lass mich nicht alleine hier. Boah, pass auf, dass du nicht ins nächste Loch fällst. Oh, ihr seid auch ein paar Vögel, ey. Oh, und diesmal richtig tiefes Loch. Ja, schön, mit euch Bekanntschaft gemacht zu haben. Ach, der 4x4 jetzt. Also, ich bin unter dem. Der Karre, ich komm hier nicht mehr raus. Von oben schaut super aus. Ah toll, du hast mich gleich eingemauert. Mit Waffen zu legen und allem. Kein Saft mehr. Ach guck mal, da ist der Olli. Hallo. Du auch hier. Ja, jetzt klappt mich auch noch nach unten ein. Das finde ich super. Ich habe nichts gemacht. Ich war das nicht. Ah, das wird wenigstens hier rauskommen wieder, ey. So, was macht denn mit der Kacke, ey? Wir begraben unsere Hoffnungen und Träume. Da unten ist also nur ein Forschungsgerät. Vergiss das, Mann. Ich weiß nicht, weißt was du, die Räder da machen. Kannst du vielleicht mit dem Abschleppseil wieder rausziehen, das Ding? Das könnten wir mal ausprobieren. Oder nicht das Modul abnehmen. Yeah! Warte, ich helf dir. Interessant. Hör mal. Ich irgendwie an, you can't drive this. Aha. Wir haben es geschafft. Nix wie weg, ey. Nix wie weg. Wir haben aber ein Forschungsobjekt verloren. Ja, ich bin noch nicht drin! Ah! I don't fucking care, ich stelle mir erstmal das Auto an den Platz, wo es nicht mehr in irgendwelche Löcher fallen kann. Wir haben echt ein Forschungsobjekt. Ja, stimmt, das was am Abschleppseil hing, das Forschungsobjekt. Ja, und das ist das hinten am Heck hing. Oh ja, shit. Das am Heck, wir haben zwei verloren quasi. Ja. Naja, aber wir haben unser Auto wenigstens halbwegs wieder befreit. Wehe, das waren jetzt voll die high-stufigen High-End. Ja, wahrscheinlich, ne? So, jetzt habe ich aber auch endgültig alle Orientierung verloren. Ja. Eiert unser Auto gut.
Du hattest noch Orientierung? Er haltet mal nach dem gelben Berg Ausschau. Da ist ein abgestützter Dingens. Oh, nice, stimmt. Siehst du mal, wo mich meine Orientierung überall hinführt? Ja, wie eine Frau. Da ist ein abgestützter Dingens. Komm, hier müssen wir halt machen. Sieht aus wie eine Rettungskapsel aus Star Wars. Keine Energie. Keine Energie. Oh, fast kein Sauerstoff mehr. Ah! Ich stürbe. Irgendwo ein Eingang? Bis jetzt sehe ich noch keinen. Wahrscheinlich. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, was rot leuchtet. Ah, ich sehe aber, ich kann da so reingucken. Und ist was drin? Oh, ja. Hier ein Einsitzer. Yeah. Titanium. Ach, guck mal, klaut er sich das da raus. Ja. Sauhund. Also den Einsitzer können wir hier lassen, oder? Ja. Boah, jetzt macht dieses Teil voll gefährlich, ey. Es hebt gleich ab. Es freut sich. Gleich hebt's ab. Guck mal, Olli befestigt das. Können wir das Ding abschleppen? Alter, nicht dein Ernst. Ich würde es schon mitnehmen. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen, aber... Wir klatschen das unter unser kleines Raumschiff, ey. Ich kann allerdings mit unserem Hentai-Tentakel-Modul nicht interagieren. Muss mal jemand anderes anbringen. Ach doch, das hat innen drin solche Module, ne? Gott, ja. Was machen wir für eine Scheiße, ey? Bastel das mal da dran. Irgendwo. Perfekt. Okay, ja, das kann ja nur schief gehen. Joa, was soll schon schief gehen? Wer fährt? Ich nicht. Doch, ich fahr. Nee, ich fahr nicht. Lass mich. Na, jetzt ist. Boah, oh was? Gott, Gott sei Dank sind wir über den Krater drüber. Ja. Ich wollte das Teil noch schnell frei machen. Ich hätte es noch schnell frei. Ah, egal. Komm, fahren wir einfach zum gelben Pissberg. Ja. Ja. Bevor wir das Spiel noch weiter kaputt machen. Oh, noch eine Idee da, wo die Engine noch mehr überlasten. Da vorne ist ein gelber Berg. Ja, genau. Hier sieht es doch schon mal gelb aus. Aber ist es unser Berg? Nein. Nee, das ist der große Krater. Fall da bloß nicht rein. Warum nicht? Aus dem kommt das Spiel hier wieder raus. Also aus diesem kleinen Loch. Ja. Gott, ey. Hast du nicht, fahr doch schon vorsichtig, Mann. Ich meine nur, was für Helden wir sind, ey. In der Folge, da waren wir echte Helden. Ja. Ey, da oben siehst du, da fliegt unser Shuttle, die Umlaufbahn wird größer. Wahrscheinlich stürzt nur deswegen die Engine down ab. Ja. Das ist möglich. Unnötige Berechnungen. Und davon ein paar. Ja. Guck, ist das nicht dieser hohe Hügel, den ich da... So viele Gespüle anwesend sind. Was? Ja, doch, das sieht aus. Das könnte der sein, wo ich drüber gesprungen bin, ne? Genau. Da müssen wir ja ab hier irgendwann schon, ab dem nächsten, müssen wir den gelben Berg schon sehen. Ja, hier sind wir auch vorbeigekommen, ganz sicher. Wir sind in der Nähe. Ich glaube, die Richtung stimmt auch jetzt so. Also so ein bisschen rechts halten vielleicht. Ja. Das ist nicht so leicht immer. Mann. Guck mal, da ist doch ein Planet. Ja, an Planeten kannst du dich hier auch sehr gut orientieren. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall. Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts, meinst du? Ja. Bin mal ein bisschen weiter rechts. Ja. Cool bleiben, Olli. Cool bleiben. Es ist phänomenal, dass wir trotzdem irgendwie drei Forschungsobjekte dabei haben, oder? Na gut, ob wir tatsächlich unsere Heimat noch erreichen oder ob wir verdammt sind für immer in der Ewigkeit der Amiga-Engine zu glitschen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mal einen Kommi da, wenn euch das Spiel so gefällt. Ja.
Wenn ihr mögt. Wenn ihr nicht mögt, auch okay. Auf jeden Fall, so, reingehauen. Tschüss. Tschüss. Ciao.